Laut einer neuen Regelung dürfen in Europa ab Dienstag Hausgrillen als Lebensmittel verkauft werden. Am Donnerstag kommen die Larven des Getreideschimmelkäfers dazu. Die Regel zu Insekten in Lebensmitteln ist allerdings gar nicht so neu, wie viele vielleicht denken. Mehlwürmer und Heuschrecken sind europaweit schon seit 2 Jahren als Lebensmittel zugelassen. Die Neugier mancher Verbraucher scheint geweckt. Andere sind wohl von dem Gedanken an Insekten im Essen nicht angetan. Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten für Verbraucher gesammelt. Was genau ist nun erlaubt? Ab Dienstag darf ein Pulver aus der Hausgrille in der EU als Lebensmittel verkauft werden. Das auch als Heimchen bekannte Tier wurde zuvor nach der Analyse wissenschaftlicher Studien in die Liste der neuartigen Lebensmittel aufgenommen. Von Donnerstag an dürfen dann auch Larven des Getreideschimmelkäfers verarbeitet werden. Ähnliche Regeln gibt es schon länger für Wanderheuschrecken und Larven des Mehlkäfers.